Kurz nach 6:30, guten Morgen, liebe Zuschauer. Sebastian Kurz, der österreichische Bundeskanzler, ist für viele ein Hoffnungsträger in Europa. Und bevor wir jetzt mit ihm sprechen, interessiert uns neben seiner Politik vor allem, wie ist der Mensch, Sebastian Kurz? Antrittsbesuch bei Angela Merkel. Der alte und neue österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz trifft die deutsche Bundeskanzlerin in Berlin. Und Privatleben? Das ist für ihn wichtig. Als Ausgleich zum harten politischen Alltag genießt er Radtouren mit Vater Josef und Tennismatches mit seinem Freund Florian. Die First Lady an seiner Seite? Seine Freundin Susanne Thier. Bei Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Wiener Opernball ist das Paar da natürlich sofort der Blickfang. Seit seinem 18. Lebensjahr ist er mit seiner großen Liebe liiert und wohnt mit ihr zusammen in Wien. Kurz überlässt nichts dem Zufall, hat das Geschehen immer fest im Blick, egal ob an der Kletterwand oder in der Politik. Entscheidungen sind für ihn wichtig. Nach der umstrittenen Koalition mit der rechten FPÖ von Heinz-Christian Strache, die nach dessen sogenannter Ibiza-Affäre platzte, koaliert Kurz nun mit den Grünen. Ein Schwenk, sozusagen von rechts nach links, mit dem er allerdings ein Regierungsbündnis geschaffen hat, das viele für ein Modell auch für Deutschland halten. In einer Biografie über ihn heißt es, laut seiner Mutter sei Sebastian Kurz schon ein Baby auf der Überholspur gewesen. Er habe schon früh gehen gelernt, bereits mit einem Jahr erste komplette Sätze gesprochen und damit viele andere Kinder in den Schatten gestellt. Ob Klimaschutz oder Migrationspolitik. In Zukunft will Sebastian Kurz auch die wichtige Rolle eines Brückenbauers in Europa einnehmen. Aber wird er das schaffen? Da fragen wir doch gleich nach. Guten Morgen, Herr Bundeskanzler. Guten Morgen. Antrittsbesuch in Berlin. Wie war es bei unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel? Gut war es. Wir kennen uns ja doch jetzt schon einige Jahre. Es war ein gutes Gespräch über die bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Deutschland. Zu europäischen Themen haben wir uns natürlich auch unterhalten. Und insofern war es ein schöner Mittagstermin. Wie muss man sich sowas eigentlich vorstellen? Also wie viel Persönliches wird erstmal vorher so besprochen, bevor man dann zum offiziellen Teil zum Protokoll übergeht? Es kommt darauf an, mit wem und wie gut man sich kennt. Angela Merkel kenne ich ja jetzt doch schon einige Jahre. Wir haben schon viele Sitzungen und Termine gemeinsam erlebt, das eine oder andere Thema gehabt, wo wir einer Meinung waren, auch Themen gehabt, wo wir unterschiedlicher Meinung waren. Und ich erlebe sie eigentlich immer sehr offen, sehr fest in allen Themen eingearbeitet natürlich, aber gleichzeitig mit ganz gutem Humor ausgestattet zwischendurch. Das wird ihr immer nachgesagt, ne? Dass sie auch so einen Termin auch auflockern kann mit einem guten Scherz. Das stimmt definitiv. Jetzt sind Sie sehr oft wahrscheinlich halb so alt wie andere Regierungschefs, die Sie treffen. Was ist so das Merkwürdigste oder vielleicht auch Lustigste, was Ihnen widerfahren ist bei Zusammenkünften wie heute? Also bei Zusammenkünften wie heute ist mir noch nicht viel Merkwürdiges widerfahren. Ich glaube, die Altersfrage ist ein bisschen überschätzt. Es ist eigentlich so, dass es da eine gewisse Vielfalt gibt auf europäischer Ebene. Ich bin nicht der einzig junge Regierungschef. Es gibt mittlerweile einige in meinem Alter. Es gibt einige, die deutlich älter sind. Ich habe einen Kollegen, mit dem ich mich sehr gut verstehe, der schon wirklich etwas älter ist als die anderen. Der hat mir mal verraten, dass er bei langen Sitzungen in Brüssel nach dem Mittagessen immer eine kurze Mittagspause braucht. Insofern gibt es ein paar Unterschiede. Aber ich glaube, es wird eigentlich jetzt ganz gut zusammengearbeitet auf europäischer Ebene, unabhängig vom Alter oder vom Geschlecht oder vom Herkunftsland. Jetzt haben Sie ganz vergessen, den Namen zu erwähnen gerade eben. Ich habe es bewusst gemacht. Ah, verstehe, okay. Lieber Herr Kurz, wenn man von Ihnen hört und über Sie spricht, ist irgendwie alles dabei. Von brillanter Politiker, große Hoffnung für Europa bis hin zu, wie kann er nur? In Ihrer ersten Amtszeit haben Sie einen Regierungspartner gehabt, die Rechtsaußenpartei FPÖ. Und da gab es einen großen Aufschrei. Wie haben Sie diese Phase in Ihrem Leben erlebt? Wie ist es Ihnen dabei ergangen? Schlaflose Nächte? Na, es war eigentlich, glaube ich, für Österreich eine sehr gute Phase. Wir haben inhaltlich sehr viel zustande gebracht. Wir haben die Steuern gesenkt. Wir haben nach 60 Jahren in Österreich erstmals die Schuldenpolitik beendet. Wir haben viele Reformen angestoßen, die jahrzehntelang in Österreich nicht möglich waren. Also ich glaube, es ist eine Phase gewesen, wo viel weitergegangen ist. Darum gab es auch viel Zufriedenheit in der Bevölkerung mit dieser Regierung. Aber Sie haben vollkommen recht, da und dort gab es auch Fehltritte und Skandale,
der FPÖ, die ich nicht schönreden möchte. Insofern, wie habe ich es wahrgenommen? An manchen Tagen besser, an anderen schlechter, so wie das eben ist. Solange man keine absolute Mehrheit hat, braucht man einen Koalitionspartner. Und jeder Koalitionspartner ist unterschiedlich, aber es gibt bei jedem Vor- und Nachteile. Insofern, ich bin froh über unsere Koalition jetzt mit den Grünen. Sie ist gut angelaufen, aber ich bereue auch die Regierungszusammenarbeit mit der FPÖ nicht. Wir haben da schon viel zustande gebracht. Wir haben, damit Sie sich wohlfühlen, haben wir Sie in zwei türkisen Kissen eingerahmt. Das ist Ihnen mit Sicherheit schon aufgefallen. Ich habe es bemerkt. Ja, es sind ein paar andere Farben auch dabei. Gerade eben haben Sie das neue Modell quasi schon angesprochen. Also von dem großen Aufschrei gelten Sie jetzt mit Ihrer schwarz-grünen, türkis-grünen Regierung als möglicherweise Blaupause für viele Staaten in Europa. Sie haben selber gesagt, die nächste Regierung in Deutschland ist bestimmt auch eine schwarz-grüne. Warum glauben Sie, dass das für Deutschland eine gute Idee ist? Ich glaube, das müssen die Deutschen selber entscheiden. Da liegt einmal zunächst eine Wahl vor den Deutschen und nach der Wahl, selbst wenn es so eine Mehrheit gäbe, müssen die Parteichefs und die Parteien das wechselseitig auch wollen. Aber ich habe ja nur eine Außensicht und bin sicherlich nicht so gut informiert wie Sie, aber mit der Außensicht aus Österreich glaube ich, dass Deutschland in einer ähnlichen Situation ist. Es gibt jetzt eine große Koalition, wo die Frage ist, ob die so weiter bestehen wird. Und wenn die nicht weiter bestehen wird, dann ist die Frage, was gibt es für Alternativen? Und da kommt man natürlich zumindest mit dem Blick von außen schneller mal auf Schwarz-Grün. Aber ich glaube, bis dahin ist noch ein langer Weg. Schauen wir mal, wie die nächsten Wahlen ausgehen und was dann für Deutschland gewünscht wird von den Menschen. Für Österreich war es für uns die richtige Entscheidung. Jetzt haben wir gerade in dem Beitrag gehört, dass Sie schon als Baby laut Ihrer Mutter ein kleiner Überflieger waren. Meine Mutter hat das nicht gesagt. Ich glaube, eine Biografin hat das geschrieben. Ja. Ist Ihnen das peinlich? Also es wird so viel über mich geschrieben, dass ich gar nicht nachkomme, alles zu überblicken. Ich versuche dann zumindest, wenn ich es höre, zu sagen, was richtig und was falsch ist. Also Überflieger war ich sicherlich keiner. Aber wenn man mit einem Jahr schon gut sprechen kann, dann ist das zumindest so ein Zeichen, dass jemand sprachgewandt ist. Das sind Sie bestimmt. Was konnte denn der Vielleicht Kleine? Vielleicht hat es meine Eltern damals eher genervt. Ich weiß es nicht. Das können wir auch nicht beurteilen. Aber was konnten Sie als Kind schon besonders gut? Wofür standen Sie? Also erstens einmal kann ich mich an die Zeit nicht erinnern, wie ich als Kleinkind war. Und zum Zweiten glaube ich, dass ich einfach ein ganz normaler Mensch bin. Also ich bin aufgewachsen in Wien und in Niederösterreich, in der Stadt und am Land, habe dann die Schule gemacht, habe danach begonnen zu studieren, ein bisschen nebenbei gearbeitet und habe früh begonnen, mich politisch zu engagieren. Ja, und darf jetzt seit einigen Jahren doch Verantwortung in der österreichischen Bundesregierung tragen. Aber es war weder geplant noch vorhersehbar noch sonst irgendetwas. Wann hat es begonnen mit dem Interesse für die Politik? Doch relativ früh. Also ich habe schon so mit 16, 17 neben Ausgehen, Sport, Schule, was man da halt sonst so alles macht, begonnen, mich ehrenamtlich zu engagieren. Und irgendwann ist dann aus einem Hobby mehr und mehr geworden. Und auf einmal war es, ohne dass es je ein Plan war, auch Beruf. Und dann haben Sie mit 18 Jahren Ihre jetzige Freundin, Susanne Thier, kennengelernt, sind seitdem ein Paar. Wie ist das für Sie beide? Also nun kennen Sie sich sehr lange, Ihre Freundin konnte auch mitverfolgen, wie Sie sozusagen reingewachsen sind in die neue Rolle. Trotzdem ist es als Partner eines Politikers immer eine große Herausforderung, weil Politiker sehr viel weg sind, bis spät abends weg sind und auch eben nicht immer verlässlich zurück sind, wenn es verabredet ist. Was ist für Sie beide das Schwierigste an der Rolle? Also ich glaube, wir halten das beide ganz gut aus. Ja. Halt mein Privatleben gern privat und werde das auch weiterhin so beibehalten. Aber ich glaube, ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, dass das durchaus okay ist. Wenn man einen gemeinsamen Rhythmus findet, gibt Paare, die sehen sich mehr. Das heißt nicht immer, dass es unbedingt besser läuft dadurch. Unsere Spione haben uns verraten, dass Sie schon am Wochenende in Berlin waren und noch mal ein Steak essen waren. Stimmt das? Stimmt, ich war am Wochenende privat in Berlin, aber bin am Montag in der Früh jetzt beruflich eingestiegen. Wenn Sie sich komplett frei bewegen könnten und nicht Staatschef eines europäischen Landes wären. Ich kann mich komplett frei bewegen. Können Sie? Wirklich? Sie können ja sagen, definitiv. Ich gehe zu meiner Ich bin jetzt Freundin, zum Beispiel freiwillig da. Ja, das stimmt. Aber ja, das ist jetzt vielleicht nichts so Außergewöhnliches, im Fernsehstudio zu sein. Wohin würden Sie mit Ihrer Freundin gehen, wenn keiner zugucken würde jetzt in Berlin? Was würden Sie als erstes angucken? Privat. Also ich habe das gemacht, worauf wir Lust hatten. Wir waren spazieren, wir waren was essen, wir haben uns das eine oder andere angeschaut, wir waren einkaufen. Also ich glaube, ich kann mich Gott sei Dank frei bewegen. Österreich ist ein kleines Land,
ein sehr stabiles, ein sicheres Land. Und insofern kann man als Politiker nicht nur im Ausland, sondern auch in Österreich ganz frei durch die Stadt spazieren. Und das ist gut so. Wie oft werden Sie um ein Selfie gebeten? Das kommt schon mal vor. Jetzt sind Sie bei uns hier im deutschen Frühstücksfernsehen. Wenn Sie vergleichen, wie Sie in Sendungen in Österreich sind, was ist anders? Also was ist für Österreicher typisch deutsch, wenn Sie jetzt hier bei uns sind? Ich glaube, ein großer Unterschied ist sicherlich die Art und Weise, wie auf Österreich gesehen wird. Die Deutschen sind ein großes Land, ein tonangebendes Land in der Europäischen Union und dadurch manchmal überrascht, wenn es Länder gibt, die eine andere Meinung haben. Also ich habe schon miterlebt, dass das in den Medien teilweise nicht so gern gesehen wird, wenn jemand eine andere Meinung vertritt als die Deutschen. Aber ich glaube, das müssen die Deutschen durchaus aushalten, dass die Europäische Union größer ist und mehr ist als nur Deutschland und Frankreich. Wir haben als Österreich viele Gemeinsamkeiten mit Deutschland, in vielen Fragen eine gemeinsame Linie. Aber es gibt Themen wie die Migrationspolitik und anderes, wo wir durchaus auch eine andere Meinung haben. Also wenn Sie was erreicht haben in den letzten Jahren, dann auf jeden Fall, dass über Deutschland über Österreich in Deutschland viel mehr gesprochen wird, dass Jugendliche auch viel mehr Österreich auf der Landkarte haben, auch politisch, und dass darüber gesprochen wird. Und für uns ist es ein großes Vergnügen, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank, Sebastian Kurz. Danke für die Einladung.